Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocher Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Und 2K24, ja, war richtig. Ich habe gerade gedacht, ich habe 2004 gesagt, aber egal, auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall NBA 2K, ne? Und wir werden heute zocken gegen die Gamblers in der Arena der Gamblers, denn das mache ich natürlich auch immer, wenn neue Franchises dazukommen, ne? Dass wir immer einmal auswärts in der Arena dann eben zocken werden. Wir gehen ja dementsprechend auch von Anfang an rein. Wir sind ja momentan bei einem 50er Standing. Und zocken hier gegen eine Mannschaft, die natürlich nicht so stark aufgestellt ist. Ne? Gegen Devion Mitchell, DeJounte Murray, Kenyon Martin Jr., Santi Aldama und Darren Sharp. Auch falls ihr euch einmal die Jerseys einmal alle angucken wollt, ne, haben wir einmal das Heimjersey von denen. Dann einmal auswärts haben wir einmal das Jersey. Müsste, glaube ich, aber noch mit einem Logo sein oder ist es nur so? Eigentlich müsste noch was sein, da fehlt irgendwas, glaube ich. Aber na gut. Und dann haben wir einmal das Statement-Jersey. Hier müsste eigentlich auswärts noch das Logo sein. Oder? Naja, vielleicht bearbeite ich das nochmal. Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Jerseys. Die spielen natürlich im Heim-Jersey, logisch ist es. Wir hier mit Curry, Thompson, Tatum, Patrick Williams und Şengün und gehen hier auf jeden Fall auch rein, ne? In diese, ja, in dieser letzten Saison auch der Splash Brothers. Gehen wir dann einmal hier die High Roller Arena, so habe ich sie genannt. Das ist eigentlich ein nicer Look, so, ne? Mit diesen schwarz- und rosanen von den Las Vegas Dingens, von den Gamblers. Und gucken wir einmal, ne? Der Tip-Off geht auf jeden Fall schon mal an uns. Stephen Curry jetzt hier. Spielt eben auch nochmal in Las Vegas in seiner letzten Season. Auch nochmal so ein kleines, nices Ding, ne? Patrick Williams hat jetzt das Mismatch. Das sollte er da ausnutzen. Ne, macht er nicht rein. Macht er tatsächlich gegen Devion Mitchell nicht rein. Der ist ja auch ein relativ guter Verteidiger, ne? Trotzdem hätte da Patrick Williams das machen dürfen. DeJounte Murray jetzt hier auf Martin Jr. Sie haben das Mismatch jetzt hier mit Sharp. Şengün hat da gut geholfen, dann schön geswitcht nochmal. Wir machen das so schwer wie möglich, aber sie machen den Dreier rein. Der erste Dreier hier gleich mal, ne? Reingemacht. Sharp. Jason Tatum. Jason Tatum kriegt den Screen. Midranger macht er nicht dran. Şengün holt sich den. Und dann macht Şengün hier nach dem offensiven Rebound die Punkte. Alperin Şengün, bei denen ich ja auch noch gucken muss, ne? Wie gehen wir genau mit ihm um, wenn dann der Rebuild irgendwann mal startet? Ob wir dann sagen, yo, dich geben wir auch ab für maximale Picks oder ob wir mit ihm weitermachen. Jetzt hier Sharp. Nochmal abgegeben den Ball. Ja, den haben wir. Şengün mit seinem zweiten Rebound. Der Ball auf Tatum. Hat da körperlich jetzt hier ziemliche Vorteile gegen Mitchell, ist es, glaube ich, ne? Aber ist da ein bisschen hängen geblieben. Jetzt hier DeJounte Murray, der kann da Jason Tatum überhaupt nicht stoppen und er dankt ihn rein. Richtig stark gemacht hier von Jason Tatum, ne? 4:3 für die Warriors. Mitchell jetzt hier gegen Stephen Curry. Devion Mitchell. Warum auch immer ist da Dings zum Doppeln gekommen, das war unverständlich. Hättest du nicht doppeln müssen, ne? Das war unnötig. Aber gut, ist ja jetzt erstmal so. Stephen Curry. Gibt den Ball auf Jason Tatum. Schön gelaufen hier. Klay Thompson macht ihn rein stark. Klay Thompson hat sich schön freigelaufen. Tatum mit dem Assist 7-6. Warriors wieder in Führung hier. In der High Roller Arena. Devion Mitchell. Mitchell nach wie vor im Ballbesitz. Gibt den Ball hier ab per Handoff auf Murray. DeJounte Murray macht ihn nicht rein. Şengün holt sich den nächsten Rebound. Jetzt haben wir Jason Tatum, gibt ihn nochmal ab. Ja, nochmal abgegeben. Eigentlich hätte der Williams durchziehen können, ne? Jason Tatum. Stephen Curry jetzt hier. Der Screen für Curry war nicht schlecht. Trotzdem haben wir uns da nicht viel Platz freischaufeln können. Williams macht den nicht rein, war auch sehr high contested, ne? Trotzdem kein schlechter Versuch, weil die Zeit natürlich auch abgelaufen ist, ne? Mitchell jetzt hier auf DeJounte Murray. DeJounte Murray hier macht ihn rein gegen Patrick Williams. Setzt sich da durch, ne? Mit der Nummer 5. Patrick Williams. Santi Aldama wird da schön weggeblockt, ne? Stark gemacht von Şengün und Patrick Williams hier mit dem Dreier. Wichtig für ihn, ne? Dass er da so ein bisschen Selbstvertrauen vom Perimeter kriegt. Und jetzt hier Devion Mitchell. Curry. Eigentlich gut um den Screen gegangen. Stephen Curry versucht so gut es ging. Ja, da muss man sagen, Şengün schwach. Also da sollst du körperlich schon gegenhalten können, ne? Das sollte eigentlich schon möglich sein.
Jason Tatum mit dem Screen. Patrick Williams macht ihn nicht rein. Hatte da eigentlich den freien Wurf, aber seine Wurf, sein Wurftiming war nicht optimal. Wir spielen bis Minute 6 mal runter. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt hier ab, ey? Martin hier, richtig stark. Dankt ihn einfach mal rein gegen Jason Tatum, ne? Und begräbt ihn da unterm Kopf fast schon. Ah, Jason Tatum, kannst du dir das so gefallen lassen? Jason Tatum, vielleicht kann er darauf antworten. Starke Antwort von Tatum, ne? Geht da gleich aggressiv zum Korb und macht ihn rein. 12-12 hier. DeJounte Murray. Was hat Murray jetzt vor? Geht da zum Korb. Klay Thompson hat da versucht zu stören, kommt aber nicht ran. DeJounte Murray trifft ganz gut diese contesteten Würfe, muss man sagen, ne? Jason Tatum. Şengün mit dem Screen. Nochmal abgegeben den Ball und dann macht ihn Şengün rein. Starkes Zusammenspiel hier von Tatum und Şengün. Gut reingemacht den Ball, ne? Curry bisher tatsächlich auch ohne Punkte, ne? Ist auch gar nicht so präsent. Aber das ist natürlich auch seine kleinere Rolle einfach inzwischen geschuldet, ne? Patrick Williams, da gehe ich zu früh hoch. Das war schwach. Hätte ich abwarten müssen, ne? Davion Mitchell hier mit den Punkten. Stephen Curry. Şengün, Tatum. So, Jason Tatum jetzt hier im Ballbesitz. Der Screen, aber der war nicht perfekt. Da kommt nochmal der Screen und jetzt haben wir Stephen Curry. Macht ihn nicht rein, Şengün holt sich den, gibt den nach außen. Der Dreier jetzt hier von Klay Thompson, das war lang wieder nur ein langer Zweier. Schade. Trotzdem gut hier gespielt, ne, von den Warriors. 16-16. Bisher kann sich noch kein Team so richtig absetzen. Ah, ich hasse diese 3-Second-Violation. So eine hässliche Regel einfach, ne? So eine hässliche Regel, muss ich sagen, aber gut. Sharp auf jeden Fall jetzt hier im Ballbesitz. Martin. Foul von Şengün. Erstes Foul in dieser Partie hier bisher. Wir machen noch diese Defensive und dann die offensive Aktion, ne? Und dann gehen wir in die Simo. Jetzt hier Sharp. Davion Mitchell. Curry, leider wieder faul, sagen sie. Bisher waren ja sehr, sehr wenig Fouls in diesem Spiel. Jetzt hier zwei hintereinander. Warriors werden ein bisschen aggressiver. Martin. Jetzt hier Mitchell. Ah, das Floppy Play klappt nicht ganz. Da war Klay Thompson dran. Klay Thompson hat den High contested, der geht nicht rein. Jetzt hier Klay. Gibt den nochmal ab auf Jason Tatum, Şengün. Klay Thompson. Macht ihn nicht rein. Macht ihn leider nicht rein. Komm, wir machen noch eine Defensive, noch eine Offensive. Ich hab Bock. Und dann gehen wir in die Simo. Davion Mitchell gibt den gut ab. Der ist dann drinne. DeJounte Murray mal wieder hier aus der Midrange. Der ist da bisher sehr gefährlich. Ah, Williams macht das stark. Sie konzentrieren sich tatsächlich nur auf ihn. Jason Tatum frei im Eck und dann macht er den rein. Start 19-19. Dann gehen wir hier mit einem schönen Ausgleich auf jeden Fall Richtung Simmer und gucken mal, ob wir eine geile Crunch-Time kriegen. Er hat zwei sehr enge Viertel, die beide Male für die Dings gewonnen worden sind, oder? Ja, zwei Viertel haben sie gewonnen, aber jetzt hier das letzte Viertel sieht echt nicht gut aus, ne? 12 Punkte hinten. Ah, das ist ein Team, was wir schlagen sollten, die Gamblers. Das muss man ganz klar sagen, ne? Also bei allem Respekt. Die sollten wir eigentlich schon weghauen. Jetzt hier Pick and Roll mit Mo Wagner, oder was? Na, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, Mo wäre Center, aber der war Power Forward. Deswegen ging der Ball an Şengün. Das war jetzt natürlich unglücklich, aber Mo Wagner hat den Ball. Und jetzt hier Landry Shamet. Trifft ihn nicht, aber der Putback von Şengün hier mit einem schönen Double-Double, ne? Den macht er dann schön rein, stark gemacht hier von Alperen Şengün. Keine große Problematik, ihn den reinzumachen. Davion Mitchell. Santi Aldama gab den nochmal ab. Ah, jetzt hier Mitchell. Wagner hilft mit. Jetzt hier Santi Aldama. Macht ihn rein. Ah, da war Mo Wagner nicht dran, ne? Da war er nicht nah dran genug. Şengün jetzt hier. Auf Şengün.
Alperen Şengün macht das stark. Nein, ach, das ist doch scheiße. Shamet mit dem Stil, stark. Landry Shamet mit dem Stil. Jetzt noch der Dreier. Stark. Landry Shamet hier. Überragend hier, ne? Gleicht hier nicht aus, aber kann zumindest auf 10 reduzieren. Gucken wir, was Landry Shamet noch so zu bieten hat, ne? Eigentlich zu früh hoch. Nicht wieder zu früh hoch. Und dann ist es aber der Block von Şengün. Zweimal zu früh und dann war es doch gut. Jetzt haben wir Mo Wagner. Der gibt den nochmal ab auf Shamet. Mo Wagner mit dem Stil. Mit dem Block. Und was jetzt? Gamblers Ballbesitz, weil Wagner da tatsächlich im Aus war. Ne? Alles ein bisschen sehr hektisch gespielt. Ist mir fast das Wort nicht eingefallen, ne? Hektisch. Ah, schwierig jetzt hier für sie natürlich dort zu treffen. Jetzt hat aber Murray den Dreier. Den trifft er nicht. Şengün holt sich Rebound Nummer 12. Mo Wagner. Williams. Şengün, ja, schöner Fake. Gibt den nochmal ab. Alperen Şengün mit dem Screen hier. Williams. Macht ihn rein, ganz stark. Patrick Williams hier mit dem Dreier. Gut zum Perimeter gelaufen, ne? Nach dem Screen von Şengün und dann macht er den rein. Jetzt halt die Frage, was machen sie hier? Devion Mitchell. Da könnte der Screen jetzt natürlich kommen. Na, das ist der Kickout. Martin trifft den leider. Ne, sie kontern es super aus. Sie kontern es super aus, muss man sagen. Stephen Curry. Stephen Curry kriegt den Screen. Curry versucht es nach wie vor. Stephen Curry jetzt hier. Gibt den nochmal ab. Shamet. Şengün hier. Williams. Mo Wagner mit dem guten Screen. Williams macht ihn nicht rein, leider. Macht ihn leider nicht rein. Martin gegen Curry. Das ist super gespielt und dann ist es mit Foul. Mit Foul hier, ne? DeJounte Murray macht ihn rein. Hat drauf gegambelt, dass der Ball reingeht, ne? Um bei den Gamblers mal zu bleiben. Und macht ihn dann dementsprechend rein. Wir bringen mal Tatum rein. Williams soll dann auch mit dabei sein. Shamet darf gern draufbleiben. Aber das ist natürlich schwierig. Wir nehmen jetzt auch mal kurz einen Timeout hier. Und gucken dann mal entsprechend, ne? Ob wir nochmal eine Chance haben, zurückzukommen oder nicht gegen die Gamblers. Und haben jetzt hier mit Jason Tatum. Jason Tatum, Foul. Zieht das Foul immerhin, ne? Macht das stark. Geht direkt an die Linie. So will man das ja auch haben, ne? Einen aggressiven Superstar. 25 Punkte hier von Jason Tatum. 26. 11 Punkte Abstand, ne? Ich sag mal so, bei 3 Minuten, wenn man einen guten Lauf hat, kann man das machen, aber nicht, wenn Curry nur 2 Punkte macht, ey. Was geht denn da ab? Wieso hat Stephen Curry bitte nur 2 Punkte? Aldama macht ihn nicht rein. Stephen Curry jetzt hier. Stephen Curry zieht da gut weiter. Patrick Williams macht den nächsten rein. Macht den nächsten rein. Und jetzt sind es nur noch 8 Punkte. Stephen Curry mit 6 Assists. Also wenn er schon nicht trifft, dann wenigstens ein bisschen Playmaking. Weil er natürlich trotzdem da mal fragen darf, was hat er sonst die ganze Partie so gemacht. Und da ist Şengün. Da ist Şengün richtig stark. Und jetzt brauchen wir Tatum, Shamet, na? Patrick Williams jetzt hier. Alperen Şengün kommt für den Screen. Patrick Williams gibt den ab. Macht Şengün den? Ja, Şengün macht den und es sind nur noch 6 Punkte. Es sind nur noch 6 Punkte. Die Golden State Warriors sind sowas von da, ne? Şengün hier macht ihn dann rein. Und jetzt wird es interessant hier. Jetzt haben wir eine ganz interessante Phase in dieser Partie. Ach, da versucht er ranzukommen. Nochmal abgegeben. Und dann machen sie das stark. Haben sie es stark gelöst. Ne? Hier, DeJounte Murray macht ein geiles Spiel bisher. Stephen Curry. Stephen Curry versucht da. Gibt den Ball auf Patrick Williams und der macht den nächsten. Der macht den nächsten. Also der ist richtig stark heute, ne? Müsste sein 5. Dreier gewesen sein mit seinen 15 Punkten. Kann man mal so machen. Jetzt hier Mitchell. Devion Mitchell. Geht er da so vor? Gibt den dann ab. Ah, ich gehe zu früh hoch. Jason Tatum macht das überrang, wie er es verteidigt. Macht es überrang, wie er es da verteidigt. Und jetzt haben sie den Dreier. Der geht nicht rein.
Der ging nicht rein. Und jetzt haben wir Stephen Curry. Gib den lieber nochmal ab, ne? Gib den lieber nochmal ab. Mach das stark. Und jetzt hier der Screen, der ist super. Und da ist Williams mit dem nächsten Dreier. Mit dem nächsten Dreier, den er trifft. 2 Punkte Unterschied nur noch. Also Williams hier wirklich am Dreier shooten. Oh, und, come on. Sankt Fall von Shamet. Fall von Shamet. Jetzt muss DeJounte Murray mal einen verwerfen. Ja, den verwirft er. Den verwirft er stark. Komm schon, Nummer 2 auch noch. Verwerf den auch noch. Den macht er. Jetzt haben wir hier Shamet. Stephen Curry hat den. Oh, schön in die Zone. Şengün macht ihn nicht rein, weil er weggeblockt worden ist. Weil er einfach weggeblockt worden ist. Ist das bitter. Das war eigentlich keine schlechte Variante, muss man dazu sagen, ne? Den macht er nicht. Den macht er nicht. Jason Tatum hatte den. Jason Tatum hatte den. Und jetzt hier Jason Tatum. Versucht er einfach durchzuziehen. Jason Tatum gibt den Ball auf Williams. Und Patrick Williams macht den nächsten rein. Er macht den nächsten rein. Es ist der nächste Dreier von Patrick Williams. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viele Dreier der gerade getroffen hat. Wahnsinn, wie viele Dreier der gerade hier getroffen hat, ne? Also Williams wirklich on fire. Müssten 7 Dreier sein, die er hier hat. Shootet ein Dreier nach dem anderen. Und jetzt hier noch defensiv. Nein. Das fechten wir an. Das fechten wir an. Ah, das wäre hart, also wenn wir jetzt hier echt diesen Dreier machen, ne? Also das N1 hier haben. Steve Kerr kann es kaum glauben. Weil das macht natürlich alles nochmal komplizierter. Wir gucken mal, Landry Shamet ist da dran. Eigentlich geht er relativ... Ah, hat er ihn überhaupt berührt? Wir gucken mal. Was sagen sie? Stance, okay. Es bleibt dabei. Landry Shamet also mit dem Foul leider, sagt der Ref. Jetzt müssen wir hoffen, dass ein DeJounte Murray das an der Linie verkackt, ne? Ansonsten brauchen wir schnelle Punkte hier. Ja, okay. Eigentlich müssten wir nur diesen einen Mann dort freispielen, nämlich Patrick Williams, ne? Stephen Curry. Stephen Curry, ne, das klappt so nicht. Şengün. Shamet. Gib den Ball nochmal auf Curry. Stephen Curry. Sie konzentrieren sich auch nur auf ihn. Und jetzt hier Williams. Williams macht ihn rein. Ist der krank? Ist der krank drauf oder was? Patrick Williams mit einem weiteren Dreier. Was für eine Maschine ist denn der bitte? Was für eine Dreiermaschine ist dieser Patrick Williams in dieser Partie hier? 8 Dreier, die er trifft. 8 Dreier, die er hier gerade getroffen hat. Wahnsinn. Patrick Williams wirklich mit einem Game hier, ne? Mit einem Game, das er hier gerade hat. Wahnsinn. Und jetzt hier Sharp auf DeJounte Murray. Was haben sie halt vor, ist hier die Frage. Sie attackieren natürlich gegen ihn. Das macht schon Sinn. Ah, nein, 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 das war schwach. Das war schwach gemacht. Was mache ich denn da? Man konzentriert sich zu sehr auf Murray. Jetzt brauchen wir den Zweier. Jetzt brauchen wir Tatum. Jetzt brauchen wir einfach Jason Tatum. Muss sich durchbauen. Jason Tatum, wir brauchen dich. Der, was jetzt? Was jetzt? Was war das denn? Der ist da einfach hängen geblieben, der Ball, oder was? Santi Aldama. Ah, okay, jetzt ist eh vorbei, weil wenn er den verwirft, haben wir keine Chance mehr. Ist das bitter. Ist das bitter, wie es hier gerade geendet ist, ne? Ist das bitter. Ah, das ist ein ekliges Ende. Am Ende verlierst du hier leider, ne? Murray macht halt 41, das ist schon krass, ne? 41 Dinger gedroppt, vor allem nur mit einem Dreier. Martin Stark, Aldama, Wood und Co. Ja, bei uns war es tatsächlich Patrick Williams, der hat tatsächlich 8 Dreier getroffen. Er trifft 8 Dreier und es reicht nicht. Man muss aber auch ganz klar sagen, ne, ein Stephen Curry droppt halt nur 2 Pünktchen. Darf dir halt auch nicht passieren, ne? Auch wenn er ein bisschen älter ist und Co., aber nur 2 Pünktchen, das ist ja wirklich wahnsinnig schlecht, ne? Aber gut, wir hatten eine unglaubliche Partie von dem Patrick Williams.
gehen wir erstmal ein bisschen vor und gucken mal, wie die nächsten Spiele so laufen. Hoffentlich etwas positiver, ne? Nach 3 Siegen am Stück leider mal wieder eine Niederlage. Und wir haben eine Horrornachricht, Leute, zumindest für Mo Wagner. Denn er hat eine Patella-Diskolation am rechten Knie und fällt damit die komplette Saison aus. Was natürlich richtig bitter für ihn ist, ne? Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, muss man sagen, 30 Jahre alt, ne? Hangelt sich so ein bisschen von Team zu Team in letzter Zeit und hat hier jetzt eigentlich so seine Minuten gehabt, ne? 17,4 Minuten, hat so seine Rolle, so wie bei seinen anderen Teams zuvor auch. Spielt aber eine gute Season, muss man sagen. 7,6 Punkte, ne? Macht seine Rebounds. Nur leider war es das jetzt erstmal für ihn. Also seine Season ist komplett durch. Na, dementsprechend müssen wir mal gucken, ob man jetzt hier tatsächlich Harrison Barnes die Minuten hier ein bisschen gibt, ne? Wobei natürlich auch ein Shamet mir sehr gefallen hat, deswegen kriegt der eher die Minuten. Kriegt Barnes 12 Minuten, dann kriegt Shamet 18 Minuten. Wenn man mal guckt, der macht momentan auch 6 Punkte, ne? Macht aber 37% Dreier. Dementsprechend kriegt er die Minuten, bitter ist es natürlich. Und dann müssen wir erstmal auf Mo Wagner verzichten. Und wir haben die nächste Verletzung. Und zwar Nick Richards, der hat Gott sei Dank nur einen verstauchten Finger, ne? Was jetzt nicht ganz so tragisch ist, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Und Thompson hat auch irgendwas. Was hat ein Clay jetzt? Clay hat eine Prellung, okay. Ja, Clay lasse ich jetzt trotzdem spielen, weil den brauchen wir. Richards, der kann halt nicht spielen. Er ist natürlich jetzt schon nicht allzu perfekt hier, ne? Finney Smith kriegt dann nochmal ein paar Minuten jetzt hier. Die Minuten, die er im Dings hatte. Also Wagner raus, Richards raus, gleich mal zwei Center weg, ne? Ja gut, ist es halt erstmal so, Clay leicht angeschlagen, aber den müssen wir halt, mit dem müssen wir halt zocken, den brauchen wir. Gucken wir mal, wie die nächsten Wochen so werden und dass wir da hoffentlich nicht allzu viele Verletzte mehr haben, ne? Wir gehen auf jeden Fall rein hier gegen die Spurs, ne? 6 Punkte sind die hier vorne. Foul Trouble haben wir jetzt mit keinem bei beiden Teams. Dementsprechend können wir da auch reingehen. Richards ist übrigens wieder fit. Den habe ich jetzt aber noch nicht in der Rotation. Auch Klay Thompsons kleine Prellung ist wieder verheilt, ne? Dementsprechend hier auch wieder gute Nachrichten, dass nicht allzu lange alles gedauert hat. Und Klay Thompson kriegt hier jetzt den Screen. Sie konzentrieren sich nur auf Dings. Ja. Jetzt hier Tatum. Jason Tatum kriegt den Screen. Und Jason Tatum macht ihn nicht rein. Das sah eigentlich gut aus vom Timing. Aber leider keinen Bucket. Und jetzt haben wir hier Blake. Und der macht ihn dann einfach rein und kann hier den Vorsprung auf 9 vergrößern. Was natürlich bitter für uns ist hier, ne? Jason Tatum. Jason Tatum. Versucht sich da durchzupowern. Schafft das nicht ganz. Jetzt haben wir Williams. Williams kriegt den Screen. Williams macht ihn rein. In Bewegung macht er den rein. Richtig stark hier. Aber es war ein langer Zweier. Ah, schade. War leider ein langer Zweier. Das war kein Dreier. Das ist natürlich ein bisschen bitter, ne? Trotz allem super gemacht hier. Jetzt hier Wemby. Und Wemby wirft ihn einfach rein, ne? Wirft ihn einfach rein. Wembanyama macht das stark. Stephen Curry. Na, im Dribbling hier. Stephen Curry. Clay, ah, da kommt der Fake sogar durch. Clay Thompson auf Şengün. Den macht er nicht rein. Will er mich verarschen oder was? Dass er den gerade nicht reingemacht hat. Jetzt hier Jason Tatum. Gegen Wemby hat er aber nicht das große Problem und macht dann auch hier den Ball rein. War trotzdem noch high contested, viel da sogar. Aber macht hier die Punkte. Aber steht gerade mal bei 10 Pünktchen heute, ne? Und Timeout der Spurs. Bei 4 Minuten 44 noch zu spielen. 101 zu 109 steht es hier, ne? Jetzt haben wir Sabonis. Ah, Wessel. Trifft ihn nicht. Clay Thompson mit dem Rebound. Stephen Curry. Şengün. Jetzt hier Tatum. Jason Tatum geht da einfach vorbei. Das macht er so stark. Das macht er so stark. Und flext da noch ein bisschen. Nur noch 6 Punkte Abstand hier, ne? Jason Tatum, ordentliche Aktion hier. Lässt da seinen Gegenspieler einfach stehen. Sabonis. Handoff hier für Wessel gelaufen. Ja, sie geben den ab. Sabonis versucht den Dreier. Sabonis trifft den Dreier nicht. Patrick Williams jetzt hier mit dem Rebound. Clay Thompson. Clay Thompson auf Jason Tatum. Der ist drin. Der ist clean drinne. Jason Tatum jetzt hier bei 15 Punkten. 3 Punkte Rückstand nur noch jetzt hier für die Warriors. Wemby. Wembanyama. Nimmt den Dreier. Trifft den Dreier clean. Den darfst du halt so nicht freilassen, ne? Das war ein Fehler von Şengün.
Ein Fehler, der teuer werden könnte. Jetzt hier Stephen Curry. Stephen Curry. Na, da, come on! Was für ein Charging, Alter! Nervig. Wemby wird da sogar gedoppelt. Ja, aber das ist natürlich ein Doppeln, wo dann jemand anderes auch switchen muss, bitte. So haben wir denen jetzt ganz einfache Punkte gegeben und der Ball ist bei Wemby. Versucht zu stoppen, klappt nicht. Zweites Foul von Patrick Williams. Wir geben die Partie gerade so ein bisschen aus der Hand leider, ne? Klay Thompson jetzt hier. Das ist gut gemacht jetzt. Tatum ist da. Tatum verteidigt es, so gut es geht. Tatum ist immer noch dran. Jetzt hier Sabonis. Wessel. High contesteter Wurf. Und den macht er trotzdem rein. Natürlich macht er den rein, ne? Hart. Williams. Easy. Also Patrick Williams gefällt mir heute richtig gut, ne? In dieser Folge hier bisher. Also Patrick Williams richtig, richtig stark wieder hier performt. Klay Thompson hier gegen seinen Gegenspieler. Wemby macht ihn nicht rein. Sie holen sich den Rebound. Jetzt hier vielleicht nochmal die Möglichkeit. Sabonis störte da so gut. Schengen hat versucht, so gut es geht zu stören, aber hat es nicht mehr geschafft. Ach, Tatum, nicht dein Ernst, Alter. Jason Tatum bleibt da einfach hängen. Nicht optimal. Sie machen die Punkte zu easy. Zu easy hier. 120, 108. Das sieht nicht gut aus aktuell. Jason Tatum jetzt hier. Jason Tatum setzt sich einfach mal durch, aber ja, die 10 Punkte, die tun jetzt schon weh, die wir hier Rückstand haben. Wembanyama. Wemby. Wemby jetzt hier. Wirft er einfach drüber, ne? Wirft er einfach drüber. Das ist so ein Monster. Also Dings hat seine Arme auch oben und trotzdem. Und jetzt hier Tatum. Stark. Ja, wir kriegen die schnellen Punkte hin, aber wir kriegen es halt nicht gut verteidigt gegen Wemby und Co. Aber wie willst du den noch verteidigen? Jetzt mal ganz ernsthaft. Der kann dir halt auch einfach die contesteten Dinger reinschallern. Vielleicht muss man ihn eher in die Dreierlinie zwingen, keine Ahnung. Das ist eigentlich gut gemacht von Schengen, dann sagen sie aber wieder Foulspiel. So dass er jetzt hier in die Freiwurflinie geht. Und den macht er halt auch rein. Also wenn der sein volles Potenzial entfaltet, dann ist Feierabend, ne? Dann kannst du den nicht verteidigen. Sowas gab's noch nicht. Boah, Jason Tatum und dann wird er gefoult. Von Branham. Tatum versucht hier jetzt echt viele schnelle Punkte zu erzielen, ne? Macht den auch, steht jetzt bei 20. Ist dann ein ganz solider Abend für Tatum, ne? Er macht mir leider ein bisschen zu wenig Dreier. Nicht Dreier, sondern 30er-Spiele, ne? Das müsste eigentlich in aller Regelmäßigkeit kommen. Aber das kriegen wir leider nicht in aller Regelmäßigkeit. Und jetzt, ja, yeah, aber ganz ehrlich, Schengen, Alter. Bist du eingeschlafen oder was? Und jetzt auf der anderen Seite wieder Jason Tatum oder was? Na, ich wollte ihn eigentlich abbrechen. Das kannst du vergessen. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch hier. 134, 127. Payne hat sogar 23 Punkte gedroppt. Ne? Tatum 21. Curry steht bei 19. Williams hier ordentlich, ne? Das reicht halt alles nicht. Wemby mit 26, 16. Starke Performance dann, ne? Und dementsprechend eine weitere Niederlage. Und wenn wir hier nämlich so ein bisschen mal gucken, ne? Seit dem Gamblers Game haben wir einige Spiele jetzt schon gehabt. Gegen Satan und Co. gegen die Kings knapp verloren, leider. Na, dann hatten wir die Raptors, wo wir gewonnen hatten, das erste Game, dank Jason Tatum. Obwohl Dick 32 Punkte machte im zweiten Game, muss man sagen, Dick wieder richtig stark. Ne? Da haben dann Schengen und Curry nicht gereicht. Dann eine Niederlage, Sieg, Niederlage, dann gegen die Suns nochmal verloren. Obwohl Curry 20 und 9 droppt, ne? Hier ein bisschen wenig Unterstützung vielleicht bekommen. Am Ende haben hier Booker und Durant dafür gesorgt, dass sie gewinnen. Gegen die Nets nochmal verloren und dann gegen die Clippers hier gewinnen können, ne? Weil unter anderem hier Tatum 21 Punkte macht, der Schengen mit einem schönen Double-Double und zwei Blocks. Dann gegen die Nuggets. Murray hier stark, ne? Gordon stark. Aber wir hatten hier Schengen mit 18 Punkten, 25 Rebounds, 5 Assists und 2 Blocks. Also eine Monsternacht hier, gerade an den Brettern von ihnen hier, ne? Und dann eben hier in dieser Woche, wo wir jetzt aktuell sind, gegen RJ Barrett und die Pelicans verloren. 4 Spieler über 20 gescored oder 20 über 20 und hier halt,
Ja, Curry mit 18 Punkten, der hat halt zu viele Spiele, obwohl er halt unter 20 ist momentan. Das ist auch sein Schnitt. Und Tatum hat dann in Anführungsstrichen nur 21. Auch das ist halt ein bisschen wenig alles, ne? Gerade vom Scoring her. Dann nochmal gegen die Magic gewinnen können. Schengen mit einem schönen Double-Double. Und dann eben die Niederlage gegen die Spurs. Bedeutet dann hier, dass wir so Anfang, Mitte Dezember momentan auf Platz 9 sind. Weil aber auch wirklich viele im Westen eine negative Bilanz momentan haben. Ne? Die Jets, die Super Jets sowieso ganz hinten. Ne? Die haben halt auch wirklich kein allzu starkes Team rund um Kawhi Leonard und Co. Dann haben wir die Mavs, die Nuggets, die Timberwolves, ne? Lakers. Und dass wir mit so einem Standing of 9 sind, das liegt einfach an der aktuellen Saison, muss man sagen. Ne? In vielen anderen Saisons wären wir damit nicht in den Top 9. Muss man ganz klar so sagen. Ne? Vielleicht kann man ja mit einem halbwegs positiven Standing sogar weiter hoch. Wobei die Teams hier schon ganz ordentlich auch agieren. Ne? Im Osten haben wir tatsächlich Cleveland ganz oben, gefolgt von Charlotte, von den Raptors und Co. Die Grizzlies, die ja neu im Osten sind, momentan auf Platz 9. Hawks, Bucks und Co. Milwaukee jetzt hier mit Antetokounmpo, ne? Levine und Dingens. Und irgendjemanden hatten die noch. Und Keon Johnson, ne? Der ist aber aktuell verletzt. Sind mal auf einem besseren Kurs. Auch die Celtics hier, ne? Mit Lockhart, mit Brown, Kuminga. Für ein Team in Rebuild sieht das gar nicht mal so übel aus, ne? Verstehen nur nicht, warum sie Jaylen Brown nicht traden, aber gut. Und ganz unten haben wir hier tatsächlich die Wizards mit aktuell 7 Siegen. Das auf jeden Fall zur heutigen Folge, Leute. Waren wir heute mal bei den Gamblers zu Gast, ne? In der nächsten Folge, wahrscheinlich sogar eher übernächsten Folge, könnten wir dann auch bald bei den Jets zu Gast sein, bei den Super Jets. Ich hoffe, das Ganze hat euch auf jeden Fall gefallen. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.